nochmal Max Planck, die sagen, in jedem Land der Welt heute, außer Ländern mit Krieg und mit extrem hohen AIDS-Quoten, also Simbabwe zählt nicht dazu, steigt die Lebenserwartung jedes Jahr um 7 bis 8 Wochen. Wenn Sie sich das mal vorstellen und hochrechnen, heißt es, immer wenn Sie 7 Jahre geschafft haben, kriegen Sie eins dazu geschenkt. Es ist so ein System wie bei Miles and More. Deutschland ist da ganz vorne mit dabei. Jahr 2050, 35% der Bevölkerung 60 plus. Die Frage ist jetzt nur, was für Bilder entstehen vor Ihrem geistigen Auge? Ne? Deutschland, eine erweiterte geriatrische Abteilung, alle mit Rollator. Ich glaube, es wird eher so sein wie die Fernsehübertragung des letzten Stones-Konzerts. Ne? Die Leute sind alle grauhaarig, haben ziemlich viele Falten, aber irgendwie sind sie trotzdem gut drauf. Dieser Individualismus sorgt nämlich dafür, dass unsere biografischen Modelle umdefiniert werden. Wir würden gerne flexibel arbeiten. Das heißt, diese flexible Form des Arbeitens, also sich nicht ganz ausklinken, aber auch sich nicht mehr so voll reinstürzen, das wird von den Menschen als ideal gesehen. Und jetzt gucken wir mal an, wie das in Deutschland im Vergleich zu den globalen Zahlen aussieht. Die deutsche Grafik ist die rechte. Warum ist Arbeit überhaupt so attraktiv? Und der erste Punkt ist, Arbeit ist geistige Stimulation. Der zweite Punkt ist, Arbeit heißt Kontakte, heißt soziales Leben. Und dann kommen die Punkte, weil man etwas Sinnvolles tun möchte, weil man physisch aktiv bleiben möchte. Und erst zum Schluss kommt das Thema Geld. Was man hier sieht, ist einen Paradigmenwechsel in der Alterskultur. Arbeit ist nicht mehr das Gegenteil von Freizeit, sondern das Gegenteil von Langeweile. Das heißt, unser Altersbegriff hat sich ein Stück weit geändert. In der industriellen Zeit war das so, Alter war so der Final, Ruhe und Stillstand, die Früchte harter Arbeit wurden geerntet und dabei war man sparsam und bescheiden, war ja auch nicht so richtig viel da. Man hat so langsam Rost angesetzt. Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wird dieses Bild, dieses überkommene Bild revidiert. Wir reden vom zweiten Aufbruch, wir reden vor allem von diesen Master-Consumern, diesen Meisterkonsumenten. Kein Wunder, weil die 60-Jährigen verfügen, ja 60 und älter, über 40% des Gesamtvermögens unserer Haushalte. Und die ökonomische Schlüsselfrage ist immer die, wie zapft man die Kaufkraft dieser Leute am besten an? Das heißt, wenn man es mal zu Ende denkt, der Reibach steht im Mittelpunkt der Alterskultur. Dahinter liegt aber immer noch dieses alte industrielle Modell. Alter ist nur eine Zeit des Früchteerntens. Im Unterschied zu früher haben die Leute erstens mehr Geld und zweitens haben sie so ein bisschen andere Vorstellungen im Kopf. Doch die gesellschaftliche Erfolgsstory des Themas Alterung ist weitaus mehr als nur dieser Kaufkraftrutsch ins Alter. Der Quantensprung ist, dass wir Alterung nicht mehr nur als eine konsumtive Lebensphase begreifen können, sondern als eine produktive Lebensphase. Der ältere Mensch wird zur gesellschaftlichen Ressource.